Was sind die 25 reichsten Deutschen im Jahr 2022? Wer sind die reichsten Deutschen in diesem Jahr? Die Statistiken von Statista zeigen für 2022 folgende reiche Deutsche: Beate Heister und Karl Albrecht Jr., Aldi Süd, 29,5 Milliarden Dollar. Klaus-Michael Kühne, Kühne plus Nagel, 26,4 Milliarden Dollar. Dieter Schwarz, Gründer Kaufland Lidl, 22,8 Milliarden Dollar. Susanne Klatten, Quandt-Tochter, BMW, 20,9 Milliarden Dollar. Stefan Quandt, Großaktionär BMW, 18,4 Milliarden Dollar. Theo Albrecht Junior und Familie, Gründer Aldi Nord, 14,8 Milliarden Dollar. Thomas Strüngmann und Familie, Gründer Hexal, 12 Milliarden Dollar. Andreas Strüngmann und Familie, Gründer Hexal, 12 Milliarden Dollar. Reinhold Wirth und Familie, Gründer Wirth, Schrauben, 11,9 Milliarden Dollar. Andreas von Bechtolzheim und Familie, Gründer Sun Microsystems, 1998 Investor bei Google, 9,7 Milliarden Dollar. Michael Otto, Otto Group, 8 Milliarden Dollar. Friedhelm Loh, Friedhelm Loh Group, 8 Milliarden Dollar. Alexander Otto, Sohn von Versandhaus Otto Gründer, 7,8 Milliarden Dollar. Francine von Fink und Familie, Mövenpick, 7,6 Milliarden Dollar. Hasso Plattner und Familie, SAP Gründer, 6,7 Milliarden Dollar. Stefan Reimann Haas, Jo. A. Benckiser GmbH, JEP Holding, 5,8 Milliarden Dollar. Georg Schäffler, Schäffler AG, 5,8 Milliarden Dollar. Wolfgang Reimann, Jo. A. Benckiser GmbH, JEP Holding,